Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Nell und möchte dir heute die besten und schlechtesten Käufe aus dem Jahre 2021 vorstellen, die ich selbst gemacht habe. Es ist aus jedem Bereich was dabei: Kleidung, Accessoires, Schuhe, Taschen und Kosmetika. Ich werde dort anfangen, wo mein Herz am tiefsten vergraben ist, nämlich bei den Schuhen. An sich sind Sportschuhe immer meine heimlichen Favoriten, weil sie so bequem und unkompliziert sind und das gefällt mir total. Bei den Supergas ist es aber ein bisschen anders. Ich habe sie für die Arbeit gekauft, hatte sie ungefähr fünfmal die Woche, 8 Stunden an, 4 Monate lang. Und so sehen sie aus. Und das ist furchtbar. Die ganze Gummisohle löst sich von dem Stoff ab. Die Schuhe sehen schrecklich aus, waren in der ersten Zeit auch super unbequem. Da ist auch der Markenname, was ich auch nicht so schlimm finde, abgegangen. Aber ich muss sagen, ich hatte andere Sportschuhe in der Arbeit an und die haben das besser verkraftet nach 1, 2 Jahren als diese nur nach 4 Monaten. Deswegen Supergas kaufe ich mir nicht nochmal nach. Ich möchte jetzt dieses wunderschöne Design einfach genießen und den Absatz ausblenden. Diese schöne rot leuchtende Sohle, dieses weiche, wundervolle Leder, die super schöne Verarbeitung und dieser Schuh, der optisch wirklich sagt: Das Leben ist wunderschön und du siehst großartig aus. Zieh mich an. Und dann ziehe ich diesen Schuh an und möchte nur noch weinen, schreien und bewege mich wie ein Roboter. Denk die ganze Zeit: Wo ist der nächste Stuhl? Wo kann ich mich festhalten? Kann ich mich an irgendjemand festhalten? Warum darf ich keinen Rollator benutzen? Diese Schuhe sind sowas von unbequem, ekelhaft unbequem. Pfui, ja, das sind die Louboutins. Also wirklich optisch sind sie wunderschön, aber auf dem Fuß sind sie die Strafe Gottes. Und ich werde nie vergessen, als ich irgendwann mal gelesen habe, dass der Designer bei Louboutins gesagt hat: Oh, ich mache doch nicht die Schuhe, damit sie bequem sind. Ich mache sie, damit sie hübsch sind. Dann darf er sie auch selber tragen, denn ich kaufe sie nicht nochmal nach. Aber die behalte ich als optische Warnung und so als kleinen Schmaus, den ich mir zwischendurch angucke, aber nicht wirklich anziehe. Aua, aua, aua. Apropos, das ist nicht mal der höchste Absatz bei Kate. Das ist nämlich das Modell Kate. Ich habe die 8,5 cm. Es gibt Heels, die noch viel höher sind bei Louboutin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man dann gehen muss. Also diese haben es bis jetzt noch nicht auf die Straße geschafft. Ich werde noch ein bisschen trainieren und Novalgien einnehmen. Vielleicht gelingt es mir, mit denen irgendwann mal in ein Restaurant zu gehen und diesen Gang auch zu überleben, ohne dass ich dann auf Krücken zurücklaufen muss. Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde es dir dann erzählen, wenn es soweit ist. Bis jetzt traue ich mich damit nicht auf die Straße, weil es einfach zu sehr wehtut und ich mein Leben schmerzfrei genießen möchte. Okay, Louboutin, nie wieder. Danke. Welchen Sachen würdest du sagen, 2021, das war voll der Fehlkauf, ein absoluter Fail? Bitte schreib das unten in die Kommentare, dann fühle ich mich nicht ganz so alleine. Jetzt aber zu einem Positivbeispiel endlich mal. Balenciaga hat mich total überrascht. Diese Schuhe waren richtig, richtig teuer. Ich habe sie im Sale bekommen. So günstig, das glaubt mir kein Mensch. Ich habe, glaube ich, so um die 150 € bezahlt für einen 600, 700 € Schuh. Und sogar die 600 hätten sich gelohnt. Dieser Schuh ist wie barfuß laufen. Ich habe das Gefühl, ich bin wirklich in meinen Puschen unterwegs. Total bequem, total weich, wunderschön. Jeder Schritt macht Spaß. Keine Blasen, kein Blut, keine Haut geht ab. Man freut sich einfach über jeden Schritt, auf jeden Weg, den man hat, egal wie weit man gehen muss. Man hat ein Lächeln im Gesicht, weil der Schuh so bequem ist. Und ich finde auch optisch sieht er auch total hübsch aus. Ein absoluter Topkauf 2021, dann noch zu seinem super Schnäppchenpreis. Ich war richtig happy. Und mit diesen Schuhen hat sich Balenciaga in mein Herz reingeschummelt. Ich schaue jetzt öfter bei dieser Firma vorbei und schaue mir sogar einige Kleider an, die ich wirklich hübsch finde. Wer weiß, vielleicht kommt noch mehr. Und jetzt möchte ich euch ein paar Accessoires zeigen. Ich beginne mit Pomellato. Das war auch etwas, was mich sehr, sehr überrascht hat. Ich habe diese Ringe irgendwann mal bei jemand gesehen, fand sie super hübsch und wollte sie unbedingt haben. Begonnen habe ich mit diesem rosanen Ring, aber man darf sie nicht einzeln tragen. Ich finde, zusammen, also zu zweit, sehen sie am schönsten aus. Und Pärchen sollte man niemals trennen, denn alleine strahlen sie viel weniger als zu zweit. Und diese Kombination auch mit den Farben, traumhaft schön. Ich habe einen Rock und ein Oberteil, zu dem passen diese Ringe wie die Faust aufs Auge. Und die sind so bequem und hübsch und sie funkeln so toll. Also, es sind meine perfekten Ringkäufe 2021. Aber ich hatte auch noch was Schönes bei Chanel gefunden, apropos Accessoires und Schmuck. Eigentlich kaufe ich Modeschmuck nicht so gerne, aber Haaraccessoires hole ich mir sehr, sehr gerne auch von Designern, weil die länger halten, schön aussehen, das Outfit so verändern können. Das ist ein Haarreifen von Chanel mit dieser typischen Chanel-Kette mit Leder und mit dem CC-Logo.
Logo an der Seite. Es ist ein bisschen unauffällig auffällig und passt wunderschön zu meinem schwarzen Gucci-Kleid zum Beispiel oder zu dem schwarzen Belmont-Bläser. Wertet einfach jedes Outfit auf und ist ein Hingucker und man fühlt sich gleich irgendwie so Chanel, wenn man den anhat. Und was noch? Ach ja, er macht das, was er machen sollte. Er hält die Haare genauso, wie ich es möchte, nur ein bisschen hübscher. Und als nächstes, das war ein ganz, ganz lang gehegter Traum von mir, eine rote Sonnenbrille. Und die ist von Cartier und ich liebe Cartier-Brillen. Nur dieses schwarze Tuch zum Putzen von den Brillen, was Cartier gibt. Ganz ehrlich, hört auf, so geizig zu sein mit diesen kleinen Fetzchen Stoff. Was soll ich damit machen? Mir eine Träne abwischen? Also für Brille reicht das nicht. Das müsste ich ein bisschen größer werden, vor allem zu den Preisen. Ganz, ganz ehrlich, schämt euch bei Cartier. Aber die Brille ist wunderschön. Also wirklich, Cartier-Brillen sind immer ein guter Kauf. Ich war noch nie enttäuscht. Die sitzen toll, die sehen toll aus. Und die ist auch so ein bisschen 60er Jahre und dieser Style, oh, absolut meins. Ich mag das total gerne. Was mich auch noch im Punkto Make-up sehr begeistert hat, waren die Blushes von Hermes. Ich mochte die Verpackung, die hat mir sehr gut gefallen. So schlicht, elegant, man kann nicht genau sagen, spießig. Es geht so in alle Richtungen und ist nicht so wirklich in eine Schublade reinzustecken, was ich mag. Und die Blushes, also der Inhalt, was sie im Gesicht machen, ist einfach wundervoll. So ein schöner Glow natürlich, machen die Poren nicht größer, bringen Leute, ohne dass es speckig und eklig aussieht. Und Orbe und Olaplex waren die zwei Haarproduktfirmen, die mich wirklich überzeugt haben, die jetzt absolut zu meiner Routine gehören. Mehr erzähle ich dir über die Produkte irgendwann mal im separaten Video. Ich komme nicht mehr hinterher. Gucci, mein Gott, was für ein wundervoller Duft. Kennst du dieses Puder von Guerlain, diese Perlen? Das ist ein schöner Veilchenduft und genauso riecht dieses Parfum. Nur noch prickelnder und wunderschöner. Es ist, als würde man auf einer Wiese voller Veilchen sitzen mit einem leckeren Champagner und Tonka-Bohnen-Vanille und hätte den schönsten Tag seines Lebens. Genauso riecht Gucci Virgin Violet. Toller Duft. Ich bin so happy, dass ich ihn gekauft habe. Genauso wie diese Tasche von Louis Vuitton, Alma Bibi in Rot. Für diese Tasche habe ich so viele Komplimente erhalten, wie selten zuvor für eine Handtasche, die ich getragen habe. Und das ist jetzt die MM Neverfull von Louis Vuitton in der Miasur. Und ich bin auch sehr, sehr happy, dass ich diese Tasche gekauft habe, denn sie ist praktisch, wunderschön und hell. Und sie wird immer, immer teurer. Ich habe jetzt die Preise gesehen, habe eine richtige Panikattacke bekommen. Die kostet jetzt 1500 Euro. Die spinnen doch, oder? Die Preise werden so schnell immer höher und höher. Also diese Tasche ist wirklich toll und es lohnt sich. Es lohnt sich vielleicht sogar 1500 Euro für sie zu zahlen. Ich bin aber froh, dass ich nur 1150 bezahlt habe. Und damals habe ich mich geärgert, weil ich hätte sie noch günstiger kriegen können, hätte ich sie früher gekauft. Aber ich glaube, so darf man gar nicht denken, sonst geht alles kaputt. Man sollte sich an dem freuen, was man hat. Trotzdem nicht zu viel kaufen und keine voreiligen Käufe machen, nur weil die Preise immer nach oben gehen. Lieber überlegen, was man möchte oder nicht. Sonst hat man einen Fail. Und das ist ganz schlimm, weil dann hat man sein Geld wirklich in den Wind geschossen für etwas, was man überhaupt nicht benutzt. Und das ist dann doppelter Verlust. Es passiert mir eigentlich selten, dass ich einen Fehlkauf habe, weil ich wirklich sehr, sehr lange und gründlich überlege, bevor ich mir eine Sache kaufe. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist von Il Marchesato, dieser wunderschöne, schwarze, aber geheime und doch leoprintbezogene Schirm. Der hat nämlich zwei Seiten. Außen ist es ein bisschen konservativer für besondere Anlässe. Ich dachte, wenn ich in die Oper gehe oder zum Ballett, habe ich seine eleganten Schirm, der wirklich zu aller Kleidung passt, ein bisschen dunkler und unauffällig ist, aber doch auffällig genug, wenn man ihm aufklappt, dann zeigt sich dieses Leoprint und das finde ich wunderschön. Das ist eines der schönsten Schirme, die ich hatte. Ich hatte schon welche von Chanel, von Burberry, von Versace, aber ich muss sagen, von dieser Marke habe ich mehr Spaß. Da sind Swarovski-Kristalle drin, der ist vergoldet, ist vielleicht ein bisschen zu viel Tramram, aber er ist so hübsch. Ich möchte mir auf jeden Fall noch einen kaufen in heller, nicht so dunkel. Und das ist auch ein absoluter Top-Kauf. Purer Kaschmir von Christian Dior, ein wunderschöner Pullover. Ich mag die Stricksachen von Christian Dior sehr und wollte jetzt aber auch vermehrt von bei Iris von Amin, DCC einkaufen, Fabiana Filippi und Bruno Cunicelli, weil sie richtig schöne Wollsachen machen. Aber bei den Designern muss ich sagen, Christian Dior, dieser Pulli ist herrlich und die meisten Stricksachen von Dior sind wirklich top. Die sind so schön weich, sehr gut verarbeitet. Man darf sie leider nicht selbst waschen, obwohl ich das mache.
Oh, und das funktioniert auch ganz gut. Und ich bin kein Waschprofi, ich kann das nicht so gut. Aber mit den Sachen von Dior klappt das. Ich empfehle das immer auf eigene Gefahr durchzuführen. Ich übernehme dafür natürlich keine Verantwortung. Wie gesagt, bei mir funktioniert es gut. Und ich finde das nicht zu schwer. Aber es ist wirklich ein Traum. Es fühlt sich so schön an, ihn zu haben. Und das Tolle ist, von vorne ist der Guns unauffällig und hinten ist Christian Dior verzeichnet auf der Hinterseite. Also quasi auffällig, unauffällig und so mag ich das. Und das ist eine Jacke von Moncler. Ich war so happy. Ich habe ein bisschen abgenommen und habe endlich wieder in diese Sachen reingepasst. Und diese Jacke ist mein absoluter Favorit. Eigentlich dachte ich, Burberry-Jacken sind meine absolute Top-Firma. Die mag ich nämlich wirklich sehr und habe eigentlich sehr, sehr viele. Aber nachdem ich die gekauft habe, möchte ich unbedingt eine zweite in Braun, ein bisschen länger, weil die ist sehr warm, sehr kuschelig, aber total leicht. Und das Schöne für die Optik ist auch diese knallrote Farbe. Für den Winter finde ich das einfach top. Ich würde sie immer wieder nachkaufen. Von der Firma will ich noch mehr. Und das ist ein wunderschöner Pullover von Versace in Schwarz mit diesen schönen griechischen Verzierungsmuster, den schönen goldenen Knöpfen, die kann man aufmachen oder zumachen oder einzelne aufmachen und oder nur eine Seite. Also da kann man spielen, wie man möchte. Diese schöne Sicherheitsnadel, die quasi so ein bisschen Haut zeigt unter dem Kragen, aber das doch zusammenhält. Das sieht so elegant aus, aber nicht so langweilig. Das bringt so ein bisschen Pep auch rein, so ein bisschen rockiges Flair und das ist so bequem und warm. Und wenn wir bei Versace sind, muss ich dir auch meine Leggings zeigen. Die ist nämlich top. Sie leuchtet so schön. Der Stoff ist angenehm. Ich hatte sie ganz oft an. Die sieht immer noch aus wie neu. Man sieht keinen Verschleiß. Die passt toll, sieht gut aus. Und ich mag das irgendwie, Leggings anzuziehen, zu weiten Pullis oder zu Kleidern. Was ich nicht so gut fand, waren diese Socken von Gucci. Designer-Socken sind nicht gut und schon gar nicht mit dem Glitzer, weil das einfach sehr unangenehm beim Tragen ist und so kratzig. Und die fallen gar nicht auf, aber kosten sehr, sehr viel Geld und sind es nicht wert, weil sie einfach nicht bequem sind. Aber ich musste sie unbedingt haben. Jetzt weiß ich es, Gucci-Socken sind für mich ein Flop. Aber es ist nicht nur Gucci. Designer-Socken an sich sind einfach nichts für mich, weil ich sie zu selten trage, deswegen Flop. Das waren also meine Tops und Flops beim Einkaufen im Designer-Bereich von 2021. Vielleicht magst du deine in den Kommentaren mit mir teilen, das wäre super. Ich danke dir fürs Zugucken und hoffe, du hast noch ein wunderschönes Wochenende. Pass auf dich auf. Ich wünsche dir nur das Beste.